Jetzt hat es dann doch noch funktioniert. Hi, da sind wir. Hallo, Da sind herzlich wir. willkommen. Etwas zu spät, aber trotzdem immer noch jung und gut aussehend. Du, die 15 Minuten machen uns nur jünger, nicht älter. Das sind akademische 15 Minuten. Ja, das muss man halt, also ich meine, heute ist der Teufel wieder mal im Technikdetail, aber so ist das mit der wunderbaren, schönen, neuen Technik. Wahrscheinlich liegt es am Thema, was wir uns ausgesucht haben, liebe Regina. Schöne neue Welt. Ja, genau. Es geht nämlich heute um Inhalte und Relevanz der Inhalte. Warte mal, ich gehe uns nochmal schnell teilen. Tun Sie das, teilen Sie uns mal. Soll ich das auch nochmal? Ich teile parallel mit, indem Sie mich markieren und ich es gleich freigebe. Aber sowieso. Uno momento, prego, signorina. Ja. Es ist alles Größeres etwas. Problem. Wo ist sie denn, die Frau Lampel? Hier ist sie. Ach du, die ist immer irgendwo. So. Okay. Alles klar. Man sieht uns, man hört uns. Alles gut. Endlich. Ja, mein akademisches Viertel kann schon mal vorkommen. Genau, kann mal passieren. So, worüber wollten wir heute sprechen? Wir wollten sprechen darüber, ist es überhaupt wichtig, was du zu sagen hast? Interessiert das da draußen überhaupt irgendjemand? Und wenn, wie ist das dann gut aufbereitet oder nicht gut aufbereitet? Was ist Relevanz? Und wie verhält es sich damit, liebe Barbara? Hast du heute schon ein Katzenvideo gepostet? Oh nee, mein Gott, ich hänge noch total hinten dran bei meinen Katzenvideos. Alter Die Daus. haben schon eine gute Reichweite. Sind wir ehrlich? Katzen, Unicorns, Hundevideos, Reichweite ohne Ende. Urlaubsbilder gehen immer. Ha, Bikini-Bilder, bevorzugt von Männern. Definitiv mehr Reichweite. Einziges Problem, das ist das eine R-Wort. Es geht mir ums andere R-Wort. Die Reichweite hat noch nicht unbedingt was mit der Relevanz zu tun. Richtig. So sieht es aus. Ist aber die Frage, und die bekommst du wahrscheinlich sogar noch häufiger gestellt als ich, interessiert das eigentlich überhaupt jemanden, was ich da so zu sagen habe? Und außerdem sagen es ja auch schon Tausende, mindestens, andere Leute. Richtig. Das ist übrigens eine der meistgestelltesten Fragen, die ich so bekomme. Das ist ganz witzig. Und ja, es interessiert jemand, was du zu sagen hast, wenn es nicht vollkommener Bullshit ist. Und selbst vollkommener Bullshit interessiert eine bestimmte Zielgruppe. Die Frage ist, wer ist deine Zielgruppe? Für wen sprichst du? Und ist es für die relevant? Ja, also wenn du alles ausbreitest, was in deinem Kopf so vor sich geht, weiß ich nicht, ob du wirklich ernsthaft darüber Kunden gewinnen wirst. Wenn du dir eine Zielsetzung machst mit dem, was du von dir gibst und mit einer, sagen wir mal, mit einem roten Faden in deiner Berichterstattung, der immer wieder in Richtung von deinem Produkt geht, ohne zu hart mit der Keule draufzuschlagen, dann kann das ganz gut funktionieren. Und die Frage an der Stelle, interessiert es überhaupt jemanden? Sind wir ehrlich, eigentlich ist es die falsche Frage. Weil wenn ich schon drüber nachdenke, ob mein Thema irgendjemand interessiert, dann könnte es fast mehr am Thema liegen, was ich vielleicht schon gar nicht mehr so toll finde, als dass es irgendjemand interessiert. Ja, es gibt zwei Punkte, wo Themenrelevanz oder Timing einfach eine Relevanz sein kann. Man kann so neu und so modern sein, dass man sich wirklich so denkt, so, man muss Pionierarbeit leisten. Dann kann es dauern, bis die Leute sich für ein Thema interessieren. Das ist die eine Seite. Aber sind wir ehrlich, das kommt übrigens eher seltener vor. Die andere Seite ist, natürlich interessieren sich die Leute dafür. Wenn wir uns überlegen, ihr sprecht nur auf Deutsch, das heißt, wir nehmen nur den deutschsprachigen Markt, dann haben wir Deutschland, Österreich, die Schweiz plus alle Expats. Das sind zusammengenommen, lass uns mathematisch einfach 100 Millionen Menschen. In allen unterschiedlichen Alters, Lebensphasen und sonst irgendwas. Und ja, es kann sein, dass es dazu schon sehr viel gibt, aber erstens kann es sein, dass es für mich nicht passt. Zweitens kann es sein, dass ihr das aus einer Expertenposition natürlich findet, aber der potenzielle Interessent oder Kunde gar nicht. Wenn also die Frage ist, interessiert es irgendjemanden, dann überlegt mal, wie viel nischige, komische Sammlungen es gibt.
Ich sag nur Ü-Eier-Sammlungen. Ich interessiere mich nicht für Ü-Eier-Figuren-Sammlungen. Und da draußen tun das Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Leuten. Also diese und wenn das eure Zielgruppe wäre, dann ist die ziemlich groß. Auf der anderen Seite, klar, gibt es natürlich auch Zielgruppen, die noch nischiger sind. Das heißt aber, da ist erstmal noch gar keine Schlussfolgerung drin, ob das jetzt sinnvoll oder unsinnvoll ist. Aber die Frage, ja, interessiert denn das jemanden überhaupt, geht meistens völlig am Thema vorbei und ist nicht die eigentliche Frage, an der der Fragesteller meistens dann auch hängt oder die Antwort auf einem bestimmten Niveau findet. Richtig. Und es ist total wichtig, darüber rauszukommen, über diese Frage. Und da reinzugehen ist, wie verpacke ich denn das, was ich zu sagen habe, so interessant, dass es die Leute, für die es relevant ist, finden können. Weil interessieren tut sie es nämlich auf jeden Fall. Ja. Also ich spreche nicht davon, permanent jeden einzelnen Gedankengang einmal auf irgendeinem sozialen Medium breitzutreten. Wobei das in der bestimmten Zusammenhang, in einer bestimmten Nische mit Sicherheit auch ganz gut funktionieren kann. Das ist die Frage des Anspruchs. Aber kann man machen? Geht, aber muss man nicht machen. Aber gewisse pointierte Posts oder Videos oder wie du es auch immer halten möchtest, ja, bringen durchaus was, zum einen Reichweite, zum anderen vielleicht auch Rückfragen, was sehr spannend und interessant sein kann, weil aus Rückfragen lernt man nämlich am allermeisten, auch über seine Zielgruppe. Und du hattest die Frage in deiner Challenge erst letzte Woche gestellt, die fand ich super klasse, weil die einfach unglaublich hilfreich ist, wenn während du auf der Suche bist, hat der, der das sucht, schon sich selbst eingestanden, dass er das sucht, was er sucht. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Viele Leute sagen, sie wollen dafür sorgen, dass die Menschen gesünder sind, dass sie das sind, dass sie das sind. Alles super. Toller Anspruch, ja, der Anspruch. Nur hat der Mensch, der das sucht, schon verstanden, dass er das sucht und erlaubt sich selbst, das zuzugeben, dass er auf der Suche ist und vor dir dann auch noch zuzugehen. Ja, das ist immer so eine Frage. Ja, also die meisten, das ist sicherlich so ein Effekt über all die ganzen Jahre, die ich jetzt meinen Job mache. Stellt euch so eine Timeline vor. Hier ist euer Kundenangebot und auf dem argumentiert ihr. Der Interessent oder Nichtkunde ist aber gefühlt noch 33 Schritte da davor. Also viel, viel weiter davor. Der beschäftigt sich noch mit ganz anderen Fragestellungen. Der insbesondere versteht ja keine Fachsprache. Der versteht noch nicht, dass er den Kurs XY dafür braucht. Der sitzt da noch als arme, einsame Seele abends, nachts an seinem Küchentisch in so einer Grübelschleife, guckt in seine Teetasse oder in sein Weinglas oder was auch immer rein. Das sind die Gedanken, die relevant sind. Und das ist eigentlich die Frage, die hinter interessiert sich dafür jemand, ist meistens natürlich genau das, wenn wir aus dieser 1:1 oder direkten Kommunikation, wo wir mit Menschen einfach in direkter Interaktion machen, dann passt sich ja meine Argumentation im besten Fall an. Ja, ich merke an der Reaktion meines Gegenübers, ich rede vielleicht gerade völlig vorbei. Das heißt, ich versuche es mich anzupassen und sonst was. Und das ist für viele Leute eine große Herausforderung, diesen Schritt natürlich jetzt im Kopf hinzubekommen, weil wenn ich jetzt so ein YouTube-Video aufnehme, dann spreche ich da zu dieser lustigen Kamera, dann habe ich keine Interaktion, die mir keine Rückmeldung, die mir mitteilt, ich rede am Thema vorbei. Und das ist meistens das, was wir dann auch als irritierend empfinden oder als diese Frage, die hinter diesem interessiert sich dafür jemanden. Klar, weil wenn ich was poste, das nicht schaffe, mein Gegenüber abzuholen, dann interessiert sich auch kein Schwein dafür. Punkt. Aber das hat nichts mit dem Thema an sich zu tun, sondern ganz viel mit der Aufarbeitung. Also meistens kann man eigentlich sagen, das Thema ist völlig in sich schlüssig, Haken dran. Aber das, was die meisten dann eben nicht tun, ist das, was alles außenrum notwendig ist. Die Verpackungen, die Aufbereitungen, die Vorbereitungen, das Übersetzen, das all das, was damit zusammenhängt, dass die Menschen, die da so wirklich an dem Problem hängen, ich sie da auch abhole. Ja, absolut. Absolut. Und deswegen ist diese Frage wirklich unglaublich wichtig, ob der, den das interessieren könnte, überhaupt versteht, was du sagst. Weil wenn vom hohen Ross runter spricht sie es leicht. Ja? Ja. Ja, ist so. Also in der, ich sag euch allen mal, wie es geht, damit ihr alle happy, glücklich und zufrieden seid. Variante kann man leicht sprechen. Allerdings, ja, du holst die Leute halt dann nicht ab, wo sie stehen. Das ist halt echt dann ein Problem. So.
Scheiße, war die da schon mal? Ja, ganz ehrlich, ich gehe immer mit einem Schrotten nach Hause und denke so, habe ich dir jetzt wieder gekauft? Du, mir ging das diese Woche so, also super Geschichte zu diesem Thema. Ich war in Rovin auf dem Obst- und Gemüsemarkt und es ist wirklich so ein fetter Bazar und da ist alles aufgeladen bis oben hin und du stehst da so vor staunend und dein Hirn schaltet komplett alles aus und bis du dumm guckst, hast du 2 Kilo Feigen, die du nie wolltest. Plus 2 Bananen, die du nie sehen hättest, wo du überhaupt gar kein Bedürfnis danach hattest und gehst mit dem brav nach Hause. Du wolltest 5 Stück. Und der sagt immer, ja, ba, ba, ba. Und du gehst weg und denkst so, was ist jetzt gerade passiert? Okay, ja, alles klar. Das ist der Single-Hausler, der auf einmal 20 Kilo Obst da. Aber lecker. Aber lecker. Mir ist es sogar schon passiert, ich habe eine massive Ananasallergie. Ich und die Ananas, wir sind keine guten Freunde. Was trägt die Frau Lampel nach Hause? Ananas? Ananas. Ich hatte einen kurzen Moment von Dirty Dancing. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, genau. Da war es die Ananas. Aber das ist halt eben so dieses, wir vergessen immer, dass es ganz bestimmte Sachen ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten und sonst irgendwas gibt. Und mit diesem ganzen, ist es Neuland, es sind neue Medien, vergessen wir die Grundregeln der menschlichen Kommunikation. Punkt. Ne? Also wir blenden einfach aus, weil die natürlich dann noch lauter, noch präsenter sind. Ja klar, so ein Fischmarkt war dann irgendwie 2-mal im Jahr im Dorf. Haken dran, den hatte ich nicht konstant in meiner Facebook-Timeline. Okay, nachvollziehbar. Das heißt aber nicht, dass es nicht das Gleiche ist und nicht, dass es das Gleiche, dass es schon immer für jedes Unternehmen die Herausforderung war, dass die besonders erfolgreich sind, die eben besonders gut darin sind, ihre potenziellen Interessenten und ihre potenziellen Kunden so gut wie möglich abzuholen. Die haben schon immer den meisten Umsatz und die meiste Kohle verdient. Das ist nichts Neues. Es hat sich natürlich viel verändert, aber da sind wir echt, da sind wir sehr reptilienlastig. Es tut mir leid. Irren alt. Ja, ist einfach so. Auf der anderen Seite stellen die sich größtenteils die Frage nicht, ob das irgendjemand interessiert. Sondern die steigen einfach an einer anderen Stelle ein und das ist ein Stück weit schlauer. Ja, also gerade der Imposter, der gemeine Imposter stellt sich nämlich gerne diese Frage, ob das jemand interessiert und natürlich interessiert es jemand. Weil es gibt immer zu allem Topf, zu jedem Topf gibt es auch einen Deckel. Ja, also das ist mal sicher. Nur ist eben die Frage ein Stück weiter hinter zu stellen, ja, wesentlich schlauer und dieses etwas auch manchmal eitle. Es könnte ja sein, dass ich anecke, weil nämlich was darauf kommt, also auf diese Frage interessiert das jemand, ja und was, wenn ich dann irgendwie so Netzbonsche bekomme, ja, also man nennt es auch Shitstorm oder halt einfach Gegenstimmen, irgendwelche Leute, die sagen, aber du bist doch doof. Ja, man was muss du machst, ist doch doof. Es gibt Plattformen, da ist das natürlich besonders verbreitet und die härteste Plattform an der Stelle ist YouTube, ganz klar. Mhm. YouTube ist sicherlich die härteste Plattform, was Trolle und harte Kommentare angeht, die weit unter die Gürtellinie gehen. Instagram ist sicherlich die kuscheligste Plattform. Das muss man halt einfach... Ja. Jetzt so, bist du weg. Bist du wieder da? Ja, super. War super. Also ich sehe mich noch. Ja, ich sehe dich auch. Ein Traum. Hört man mich wenigstens? Ich glaube, ja, oder? Rebecca, sag du mal. Nee. Wie, nee. Pass auf. Pass auf. Ich gucke. Ich guckst du nach. Guckst du nach. Also ich denke, dass man dich sieht, weil ich sehe dich hier wieder und ich sehe, dass die Übertragung noch läuft, also sollte das laufen. Also wir haben heute auf jeden Fall interessante Technikdaten, das ging heute den ganzen Tag schon so, das wird also den ganzen Tag verfolgen. Ihr seht, man ist technikabhängig, so, hat alles so seine Vor- und Nachteile in dieser Welt. Aber ja, okay, alles klar. Die einfache Überlegung ist, wie gesagt, es gibt Plattformen, da wird mit härteren Bandagen gekämpft, es gibt Plattformen, da wird mit weniger Bandagen gekämpft, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen, dann tun wir was gerne? Lästern. Wir setzen uns selten hin und mit uns allein und denken uns, boah, was hatten die da wieder für eine Friese?
Aber kaum, dass mal zwei, drei Leute zusammen denken, hey, was hat Dreck die Lampe für eine Bluse? Was hat sie denn? Hat sie Make-up im Gesicht oder nicht? Ernsthaft, Kinder, an der Stelle ist halt die Frage, was euch wichtiger ist. Euer Ego oder dass ihr anderen Leuten helft? Ja. Also am Ende des Tages ist die Frage, kommt das zu dem einfachen Punkt retour? Was ist mir wichtiger? Dass ich anderen Leuten helfe, und anderen Leuten helfen heißt in unserem Job, dass wir damit Geld verdienen. Weil je mehr Leuten wir helfen, heißt einfach auch mehr Umsatz. Und je mehr Umsatz heißt, ich helfe immer mehr Leuten. Oder ist mir meine Ego-Selbstwahrnehmung an der Stelle, wo jeder eh sich am Ende des Tages immer das Maul zerreißt, wichtiger? Nur, dass es da jetzt jemand schwarz auf weiß dahingeschrieben hat. Ja, das ist eine Herausforderung. Ja, das kann anstrengend werden. Aber am Ende des Tages tun sie es doch eh immer. Also ich komme ja vom Dorf. Also bin ein außerhalb von München aufgewachsen. Die Nicht-Großstadt. Ja, ich bin in München immer zur Schule gegangen, ja, das schon, aber... Okay. Also, naja gut, es sind zwei Lästergebiete, einmal Dorf und einmal Stadt. Lästergebiete. Unterschiedliche Lästerebenen. Sehr unterschiedliche Lästerebenen, ja, also, da muss ich ja dreimal am Tag schon umziehen, und damit die passt. Also ganz ehrlich, an der Stelle, wenn euch das relevant ist, dann solltet ihr euch grundsätzlich überlegen, ob Selbstständigkeit euer Weg ist. Ob Selbstständigkeit und Unternehmertum euer Weg ist, weil anecken werdet ihr immer. Da kannst du dich grundsätzlich fragen, ob Leben dein Weg ist. Also, weil das, ja, also ich meine, was wir halt jetzt sehen, also wenn du irgendwo öffentlich unterwegs bist, dann bekommst du unter Umständen, und das ist auch nur wahrscheinlich 10%, sag ich jetzt mal so aus dem Bauch raus, mit, was die Leute dann letztendlich wirklich von dir halten. Ja, wenn du nicht so öffentlich jetzt auf sozialen Medien unterwegs bist, kriegst du vielleicht nur 5% mit, und das vielleicht 5 Jahre später, weil es dir irgendjemand irgendwann erzählt. Das heißt nicht, dass die Leute deswegen besser über dich sprechen. Ja. Also das ist egal, ob du da bist oder da bist. Und ich weiß, trotzdem ist es ein gruseliges Gefühl, wenn dir jemand entweder per PN oder sonst irgendwie erstmal schreibt, was du für eine dumme Fliese bist. Das ist nicht schön. Nee, es ist mega ätzend, und du denkst auch wirklich, und diese Kommentare werden dich verfolgen viel mehr als dieser eine Vollidiot gegen die 100 Positiven. Du wirst immer an den einen Vollidioten denken. Das ist ganz normal. Und ja, da kann man sich mit beschäftigen, und manchmal braucht man auch Hilfe von extern, um da aus der Nummer wieder rauszukommen. Und da kann es echt lustig, drollig zugehen. Also das kann massiv unter die Gürtellinie gehen. Ja, aber dann heißt es ganz praktisch, Kommentare ausblenden, die ganz unter die Gürtellinie gehen, Kommentare löschen, Kommentare melden. Auch das, es gibt ein bestimmtes Handbuch, was man damit macht. Auf der anderen Seite ist es, und auch immer wieder an den Punkt kommen, realistisch drauf zu gucken, es ist 100 zu 1, ihr hängt euch jetzt an dem 100, an dem einen auf oder an der einen auf, versus an den Hunderten, die es positiv sehen. Also es ist an der Stelle halt schon einfach auch wichtig, diese Abgrenzung für sich selbst hinzubekommen. Es ist ein Weg, es wird im Laufe der Jahre leichter, bis dann wieder mal irgendwie das total Hardcore um die Bombe kommt, ja. Wieder eine Bombe kommt und man sich so denkt, so danke fürs Gespräch. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sagen, muss im Vordergrund stehen, dass ihr mit euren Sachen anderen Leuten helfen wollt. Also ich meine, wir haben ja beide wirklich die Kunden, wo du ja denkst, so großartige Bereicherung der Welt und nicht irgendein Mist. Ja, da solltet ihr halt dann auch immer an der Stelle halt selbst hinkommen, dass wenn ihr dann eure eigenen Sachen wieder einstellt, ihr einen massiven höheren Missdienst leistet, nur aus dem Punkt, dass ihr die Wahrnehmung an der Stelle nicht mehr seht. Es ist ja nicht, dass die Leute weggehen, sondern es ist definitiv, dass sie, es ist ein generelles Problem, und es ist auch ein echt großes Problem, und besonders wenn ihr euch bedenkt mal, ich bewege mich ja ganz gerne auch in politische Themen hinein, ich habe eine Proud Feminist-Tasse, also ich muss mir schon manchmal ganz, ganz harte Kommentare anhören. Auf der anderen Seite, ich denke mir halt dann immer, ja, wenn ich es dann einstelle, dann haben sie ja gewonnen. Und davon hat keiner generell gewonnen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so eine Grundhaltung an der Stelle, die man sich einfach irgendwo auch, wozu macht man das? Das berühmte Warum ist an der Stelle dann einfach auch relevanter. Warum macht man das? Absolut. Und ich habe letztens eine Reportage darüber gesehen, da haben die Leute besucht, die massive Hetzkommentare geschrieben haben. Ja. Also die sind losgezogen und haben über, du kannst einfach jeden finden über Facebook, müsst euch ja, wenn ihr Kommentare schreibt, auch darüber klar sein. Und die sind ja auch schon welche, haben ja auch schon Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen, also deswegen. Ja. Aber die haben die einfach nur mit Kamera besucht und haben die Leute angesprochen, was sie sich dabei denken. Und das wirkt, wenn das nur da steht,
oft tausendmal monströser, als es in echt ist, weil es sind nämlich meistens nicht die großen Monster. Die würden dir, wenn du die auf der Straße begegnest, egal wer dir irgendwas vor die Knie schießt, ja, wahrscheinlich 95% oder 98% würden dich weder angucken, noch mit dir sprechen, noch sonst was. Das muss man sich mal wirklich vor Augen führen. Es sind nämlich teilweise einfach Menschen, die nur so ihre Meinung kundtun können, aber dir in die Augen gucken, würde das keiner von denen tun. Und das muss man sich wirklich auch mal klar sein, was da dahinter sitzt. Das ist nämlich meistens, warte mal hier, so klein zu so einer großen Klappe. Ja. Weil es einfach ist, weil die Anonymität, die vermeintliche Anonymität einfach ist. Aber es gibt keine Anonymität, keine wirkliche. Ja, an der Stelle gibt es keine Anonymität und natürlich ist es trotz alledem halt eben einfacher. Und das sieht man ja, es gibt verschiedene Forschungen, die eben zeigen auch, wie eben, es gibt ja so verschiedene Portale und es gab ja früher auch Portale, die komplett anonymisiert waren, die liefen natürlich massiv schneller aus dem Ruder. Ja, ja, ja. Je anonymer der Mensch erscheint, umso krasser würde in seiner Ausdrucksfähigkeit selbst, in der Ausdrucksfähigkeit, und wenn er das teilweise selber noch nicht mal unbedingt denkt. Aber das sind halt auch immer, gibt ja eben Fieser, wo man sagt, so derjenige, der den Kommentar schreibt, das sagt mehr über den aus, als denjenigen, der den Kommentar bekommt. Und da ist halt leider viel Wahres dran. Also ich bin da jetzt sicherlich nicht der Hardcore-Coach, der sagt, das sagt alles über denjenigen aus und nichts über mich. Das wäre jetzt abescheuert. Aber an der Stelle muss man halt auch immer sehr realistisch sagen, es ist halt mehr ein Öffnen über denjenigen, der es sagt, als derjenige, der es gesagt bekommt. Und sich davon am Ende des Tages abhalten zu lassen, ist wieder so dieses, der berühmt berichtigte Begriff, den es im Deutschen nicht so richtig gibt, ist der Missdienst. Wir wissen, was Dienstleisten heißt, dass wir einen Dienst leisten und davon jemand profitiert. Aber dadurch, dass wir ja nicht sehen, was passiert, wenn wir nicht helfen, diese Wahrnehmung haben wir nicht. Ja. Ja, diese Wahrnehmung haben wir nicht und das verhindert häufig eben auch, dass wir ein bisschen mutiger sind, dass wir ein Stück herausgehen aus der eigenen, aus den berühmt-berüchtigten Komfortzonen, um diesen nächsten Schritt zu machen und um uns in eine Online-Welt zu gehen, weil wir natürlich auch nur dann irgendwie die Trolle und die negativen Sachen dieser Welt sehen und nicht das Positive meistens, weil wir auch das Positive, wenn wir uns nicht in der Welt bewegen, auch nicht erlebt haben. Ich meine, Regina und ich, wir kennen uns seit Jahren und haben uns, ich glaube, einmal persönlich getroffen? Einmal so zum Anfassen. Genau. Und trotzdem, ohne diese Welt würden wir uns nicht kennen, was einfach schade wäre. Und das geht mir mit ganz vielen Menschen so. Ja. Oder auch eben jetzt so, wenn du so Sachen wie ich jetzt gerade frisch aus den USA, ich ganz ehrlich, ohne die Technik könnte ich mit diesen großartigen Menschen nicht in Verbindung bleiben. Dann müssen wir zurück zu Brieffreundschaften gehen, was bestimmt schön ist, aber wir könnten das, was wir gerade tun, nämlich auch weltverändernden, wirklich kein Witz, arbeiten, würde gar nicht funktionieren, weil die Geschwindigkeit dahinter nicht funktionieren würde. Ja, absolut. Absolut. Deswegen stellt euch lieber die Frage, nicht interessiert das jemand, sondern wie bringe ich in so einen Kontext, dass es den es interessieren könnte, erreicht. Das ist die wichtigere Frage eigentlich. Ja. Und diese Frage, interessiert das überhaupt jemand? Die kann man sich einfach mal einmal Homeshopping-TV gucken und du weißt, dass das, was du machst, jemand interessiert. Ganz einfach. Die machen unglaubliche Umsätze. Ja. Die machen unglaubliche Umsätze. Also Homeshopping, ich meine, ich oute mich, ich habe noch nie was im Homeshopping-Kanal gekauft, aber wenn ich mal krank im Bett liege, gucke ich da auch an und denke mir, das ist total faszinierend. Und dann geht die Frau Lampel auf die Recherche und denkt sich, krass, was die an Umsätzen machen. Genau. Und das ist der Punkt. Also es interessiert jemand die Käsereibe von was weiß ich wem, dann interessiert das, was du zu sagen hast, definitiv auch jemanden, weil es gibt für alles einen Markt. Ja. Zu 100%. Und deswegen stell die Frage 2 Meter weiter hinter. Ja. Und dann beginn zu denken, ja, weil das ist, dann funktioniert das, dann kann das für dich funktionieren. Genau, also anstatt wen interessiert es, einfach zu sagen, was ist der Punkt in diesem, was du alles anzubieten hast, was interessiert sie? Was ist die Relevanz dahinter? Das Wort, worauf ihr mehr achten solltet, ist Relevanz versus Reichweite. Die Relevanz ist das, was am Ende des Tages ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell ermöglicht, ist, dass ich relevant bin für meine Interessenten und meine Kunden. Ja, und das hat nichts damit zu tun, wie viele es sind, sondern wie viele bei dir kaufen. Ja. Kommt am Ende des Tages,
schöner, wenn ein Markt besonders groß ist, aber wenn ein Markt besonders groß ist, dann sind da auch viele drin und dann wird das Ganze nochmal den Tag noch aufwendiger. Also das ist, es gibt so betriebswirtschaftliche Grundkalkulationen, die kann man einfach nicht außen vor lassen, weil wenn ein Markt besonders groß ist und besonders profitabel ist, dann werden sich da auch besonders viele reinbewegen, weil natürlich mehr das Potenzial dieses Marktes sehen. Habt ihr, da kam man früher über diese bestimmten Nischenkonstruktionen. Manchmal kann die Nische, die so viel kleiner erscheint, so viel profitabler sein und so viel einfacher zu bedienen, besonders wenn ihr ein kleines Unternehmen seid, also die One-Man-One-Woman-Supershow seid, aka die berühmten Solopreneure, aber auch bis ungefähr 10 Mitarbeiter, hat man natürlich heutzutage sehr viel mehr Schlagkraftmöglichkeit, aber natürlich nicht das gleiche wie 100, 500 oder 1000 Mann oder 200.000 Mann Konzern. Das ist einfach immer eine klare Ansage dahinter. Aber ja, machbar ist halt, und das ist das Schöne an Online und Digital, ihr habt heute Möglichkeiten, die waren einfach, die, wenn ihr überlegt, was man dafür hätte früher Geld ausgeben müssen, ja, das ist ja was anderes geworden. Und es ist wirklich, du siehst, wie schnell das weitergeht, ja. Also wie wir jetzt hier zum Beispiel sprechen, das war vor ein paar Jahren noch mit wesentlich höherem Aufwand verbunden, ja, und das ist noch nicht viele Jahre her. Nee. So, dass diese Videotechnologie so easy funktioniert, auch wenn sie manchmal zickt, aber letztendlich, du kannst irgendwie auf sie zurückgreifen, ja. Und du wirst die nächsten paar Jahre noch ein paar schnellere Bewegungen erleben, die es dir noch einfacher machen, wenn du so ein bisschen mit drin bleibst und so ein bisschen deinen Finger in diesen Puls der Zeit mit reinhängst. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, man muss irgendwo, wir sind, wenn man sich die Geschwindigkeit anguckt, bin ich in der Position, ich meine, ich komme ja gerade aus dem Silicon Valley Retour, Kinder, das ist kein, ich will da am Puls der Zeit dranbleiben. Das ist ein, ich muss. Mhm. Weil, nee. Das, was da stattfindet, das ist so, das ist wirklich so diese Aussagen, das ist kein, ich will. Das ist ein, ich muss. Es gibt nur ganz wenig Sachen, wo man sagt, naja, das ist eher Wunschkonzert. Das ist ein, ich muss. Ich muss über kurz oder lang mir Gedanken machen, Teil dieser Welt zu sein. Und ihr solltet lieber früher als später euch darüber Gedanken machen, Teil aktiver, gestaltender Teil dieser Welt zu sein, als nur in der Konsumentenrolle zu sein. Weil das macht den riesen Unterschied. Konsumieren ist die eine Seite, aktiv gestalten die andere Seite. Und wer da nicht mal den Finger oder den kleinen Zeh reinhebt, der wird irgendwann langfristig, und dieses irgendwann ist näher dran als alles andere. Als ich mal Mathe studiert habe, haben wir Sachen ausgerechnet mit der Hand und sonst irgendwas und waren uns der festen Überzeugung, naja, dass das mal Relevanz für den praktischen Einsatz braucht, dass die Computing-Power auf dem Niveau ist, Anna, sehen werden wir alle schon in Rente sein. Ja? Also ich habe Anfang der Nullerjahre, 2000 rum studiert. Und diese Sachen, die wir da mit neuronalen Netzen und sonst was kalkuliert haben, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass es schon schneller ist, als was wir damals gedacht haben. Ja, also 2002 ja. zu 18, das sind 16 Jahre und nicht, wie wir gedacht haben, so 40 bis 50. Ja? Ja. Das waren keine dummen Köpfe an der Uni, die es behauptet haben. Das ist einfach das. Das ist eine ganz klassische Entwicklung, eine sehr klassische Entwicklung. Und deswegen an der Stelle der eben ein bisschen erhobene Zeigefinger. Es ist ein Muss. Sorry, ihr könnt, dafür dürft ihr mich jetzt gerne bashen, dass ihr das alles ganz anders seht. Viel Spaß. Genau, Manege frei. Manege frei. Manege frei für die Kontroverse. Bitte, ja. Danke. Nee, ich sehe das genauso und finde, das war ein hervorragendes Abschlusswort zum heutigen zickigen Zicken-Talk. Genau. In diesem Sinne, wir sind wieder dran. Wir brauchen eure Fragen. Wir wollen eure Themen weiter natürlich. Wir wollen ja relevant sein für euch. Es ist schöner, wir sind besser relevant für eure Fragen und wir sehen uns damit wieder nächste Woche um 12. Nächsten Dienstag auf 12 zum Lunchen. Ciao. Ciao, ciao.